Was kommt aus einer defekten Kaffeemaschine? Cappuccino. Leibniz Switzerland mit Emmi-Joghurt pur. Und jetzt aus dem Kaffee. Das ist Late Night Switzerland. Heutige Gäste Tina Weirater und der Marc Berthold. Außerdem eine Live-Performance von der Rina Krishnaraya. Bitte begrüßen den Mann, der Licht für sich durch den Sonntagabend tanzt. Der Stefan Büssel. So play YMCA. Go ahead. Let's go. Nice and loud. Here we go, everybody. Nach einer halben Stunde hat dann Spitex der geistig verwirrte Senior wieder übernommen und gesagt, ah, haben Sie ganz schön tanzen, Herr Trump. Jetzt machen wir aber ein Füße, dann mögen Sie nachher wieder jassen am Nachmittag. Ah, ja, ja, ja. Jetzt wissen wir auch, wie der Donald Trump seine Frau kennengelernt hat. Nicht beim Tanzen. Nein. Und Joe Biden hat gesagt, es war mega peinlich, was der Trump dir gemacht hat. Ein 81-Jähriger, oder? Wo ein 78-Jähriger auslacht, weil er tanzt, oder? So stelle ich es mir vor im Backstage von den Rolling Stones. Nein. Meine Großmutter hat gesagt, ein Esel teilt dem anderen ein Langohr aus. Oder? Wie den beiden, du weißt auch nie, oder? Tanzt oder verliert das Gleichgewicht? Jetzt bin ich immer 55, ja. Man, wir können schon über Tamis lachen, aber es sieht bei uns ja nicht besser aus. Schaut hier, der Late Night Switzerland-Schlagzeuger, der Albi Trösti. Und die SVP im Allgemeinen eine sehr tanzfreudige Partei. Und einer ist ja sogar zum TikTok-Star geworden. Mit seinem Taktgefühl. Ja, gut, es sieht jetzt aus, als würden nur die Rechten tanzen. Natürlich tanzen die Linken auch. Nicht gleich erfolgreich. Da schaut, Badran erleidet im Tanzkurs einen Schädelbruch. Ja, das war 2014, dass sie beim Tanzen mit dem Kopf gegen die Wand knallt. Das hat wehgetan, also vor allem der Wand. Der Jacqueline Badran, ihre Parteikollege und Bundesrat Beat Jans, der hat zum Glück nicht getanzt. Der war am Donnerstag aber am Take-That-Konzert in Basel. Wie hat ihm Take-That gefallen? Als Jugendlicher habe ich sie gehasst. Das war überhaupt nicht meine Musik. Wow. Ja, zum Glück war er damals nicht schon Chef vom Asylwesen, sonst hätte er die gerade ausgeschafft. Ich meine, jetzt stell dir mal vor, du bist eine Schweizer Band. Dann dürftest du ins Ausland spielen und es kommt extra jemand von der Regierung, nur um im nationalen Fernsehen zu sagen, dass er die Scheiße findet. Also, ja, also als Jugendlicher hat er sie gehasst. Oder? Stimmt. Und ich habe es schnell nachgeschaut, wo so Take That so mega populär geworden ist bei uns. Da war der Beat Jans 30 gewesen. Das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr eine lange Jugend, muss man sagen. Wobei das heisst, er geht immer mit dem Töffel ins Bundeshaus. Von dem kann es passen. Mitte dieser Woche hat der SP-Nationalrat Jon Pulz den Vorschlag gemacht, man könnte die Serafe abschaffen und die SRG stattdessen über die Mehrwertsteuer finanzieren. Die SVP hat auf das aber sofort eine halbe Mehrwertsteuerinitiative eingereicht. Einfach sicher ist sicher. Und wir haben uns überlegt, wie könnte man denn sonst noch zu Geld kommen? Ja, deswegen könnt ihr so ein paar Bauernhöfe eröffnen, oder? Da gibt es Direktzahlungen. Stimmt. Oder weißt du, nur noch von der Alp senden. Da gibt es Berghilfe. Oder die SRG gründet gerade einen Kanton, oder? Dann kann man vom Finanzausgleich profitieren. Smart. Manchmal habe ich das Gefühl, man könnte die SRG locker über die IV finanzieren. Ich meine, so viele chronisch kranke Leute, die bei uns arbeiten. Allein in dieser Sendung. Ja. Dann noch die Schlagzeile aus dieser Woche. Hier. Der Bundesrat sagt Autoposer den Kampf an. Vielleicht müssen wir für unsere älteren Zuschauer schnell zeigen, was Autoposer sind. Das sind die da. Genau. Um solche Bilder verhindern, hat die Landesregierung die sogenannten Pop- und Bang-Knaller in die Liste der zu vermeidenden Geräusche aufgenommen. Auf dieser Liste ist auch das Kratzen mit Fingernägeln über die Wandtafel, der Thurgauer Dialekt und jeder Song vom DJ Antoine. Aber es ist ja schon ein bisschen absurd, dass der Bundesrat sich jetzt um Autoposer kümmern muss. Ja, der Parmelin, oder? Dann wird er gefragt, was ist das? Autoposé. Autoposé.
klingt wie so eine unnötige französische Zeitform. Passé, Otto Posé. Ja, im Composé. Nicht auf der Liste der zu vermeidenden Geräusche. Unsere grossartige Showband, The Beats. So heisst es offiziell. The Beats. Ja, besser gesagt, eigentlich The Cheats. Ja. Also meine Showband, grossartig, aber die gehen mir regelmäßig fremd. Jetzt habe ich hier letzte Tele Zürich geschaut, da gesehen, spielt Closing Night vom Zürich Film Festival und wird dann nachher noch abgefeiert hier gross. Auch die Band vom Abend lässt sich noch kurz ablichten. Ja, als Pause können wir schon lange da. Als kleine Kind schon vor dem Spiegel und so, der Rockstar. Yay! Yeah. Ja, und gestern Abend sitze ich im Kongresshaus an der Laureus Sports Awards. Und dann sagt doch der Salzgeber. Mini Late Night Band, da ist sie. Ladies and Gentlemen, The Beats! Da haben sie da gerockt, oder? Über 1 Million Franken für den guten Zweck gesammelt. Und ich musste feststellen, okay, offensichtlich kann man meine Band The Beats buchen für Hochzeiten, Geburtstag und Beerdigungen. Sie sind die geilste Showband der Welt, das müssen wir schon mal sagen. Okay. Aber einfach, gell, Jungs, Mädels, nicht vergessen, wer euch gross gemacht hat. He? Ja. An dieser Stelle danke an Jan Seven. Dead Villa. Shut up, my man. Shut up. Ja. Auch von mir nochmal danke, Jan, dass ich deine Band habe. Ja, vielleicht habt ihr das Kästchen hier auf meinem Pult bemerkt. Diese Woche hat Balois ein Experiment zur Förderung von der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz gestartet. Da sehen wir es. Wenn im Büro die Stimmung nicht genug gut ist, dann verschickt der installierte Lachdetektor namens Chief LOL Officer Witz per Mail an die Mitarbeitenden. Das ist kein Joke, das machen die. Wir haben gefunden, das ist eine geile Idee, wir können die weiterentwickeln und haben jetzt den Chief LNS Officer entwickelt. Das heisst, immer wenn im Studio etwas zu wenig gelacht wird oder ich einen schlechten Witz mache, dann löst er automatisch eine lustige Szene von einem Bundesrat aus. Wir können das mal probieren. Sind mal alle ganz ernst? Schau jetzt, schon geht er los. Zum Beispiel Bündnerfleisch. Der Alarm der kommt jetzt immer, wenn da ihn einfach zu wenig lustig ist. Ja? Gibt es überhaupt genug Bundesräte da? Also? Wow, ja. Völlig unnötig da von der Seite. Okay. Was hat sonst noch für Gesprächsstoff gesorgt diese Woche? Also hier in den Geissenkreisen ist Rechtsdiskussion. Schweizweit, der hat da wieder einmal gewonnen und so. Das liest man in den Medien und so. Ah krass, okay, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Wer hat denn gewonnen in den Geissenkreisen? Sie weiss wahrscheinlich nichts von ihrem Glück. Aber die Geiss mit Toggenburger Rasse müssen wir ab jetzt als Miss Toggenburger anreden. Ja, herzliche Gratulation. Habt ihr auch bei dieser Preisverleihung noch mitgespielt? Beiz wahrscheinlich, oder? Nehmen wir mal an. Wenn ich den Petros so anschaue, ich glaube, er ist Zweiter geworden. Wenn wir mal in dem weissen Geissenbord da wirst du Zweiter, mindestens. Nein, tatsächlich habe ich von dieser Geissenwahl nichts mitbekommen. Dafür habe ich von den Schlafschafen gelesen. Von denen gibt es scheinbar einige beim Bundesnachrichtendienst. Diese Woche hat eine Recherche vom Tagesanzeiger und RTS aufgedeckt, dass der Nachrichtendienst vom Bund nur per Zufall herausgefunden hat, dass die Chinesen offenbar das Schweizer Militär ausspioniert haben. Die haben nämlich das Hotel Rössli bei Meiringen gekauft und das aus ganz speziellem Grund. Die Zimmer haben wenig Charme, aber eine einzigartige Aussicht. Das Hotel Rössli in Meiringen steht direkt neben dem Militärflughafen. Wer hier logiert, hat freien Blick auf die Kampfjets. Ein Zimmer mit wenig Charme und freiem Blick auf Kampfjets, das hast du nur als Chef von der Hamas. Das Rössli hat bis vor kurzem einer chinesischen Familie gehört. Also genauer genommen einem chinesischen Student. Recherchen zeigen, der 22-jährige chinesische Student David kauft 2018 das Hotel Rössli für 800.000 Franken. Okay, warte. Ich habe mehrere Fragen. Erstens, wieso hat ein Student 800.000 Franken? Und zweitens, wieso kauft er mit 800.000 Stutz so einen wertlosen Garten? Also, hä? Hat es echt damit zu tun, dass man in Meiringen den neuen amerikanischen Kampfjet F-35 testet? Und dass man das vom Hotel Rössli aus mega gut beobachten kann? Nein, findet der Bundesnachrichtendienst und auch die Anwohner. Wobei,
Bei dieser Anwohnerin tönt es so, als sei die Antwort ein bisschen einstudiert, wenn man fragt, wer denn überhaupt in diesem Rössli so zu Besuch war. Also Kunden, also zum Schlafen, zum Morgenessen, dann gingen sie wieder. Also, aber nur Sommer? Nur Sommer, nur Sommer. Winter war zu. Dabei liegt das Hotel direkt an einer, Achtung, Ski-Ski-Pinkpiste. Wir sind die Äste dieses Baums. Wenn man ganz gut schaut, sieht man noch einen chinesischen Spion dort hinter dem Baum von Mogi. Aber hier in Meiringen wäre dem Nachrichtendienst vom Bund vermutlich nicht mal aufgefallen, wenn das Rössli plötzlich so ausgesehen hätte. Von außen mag das Rössli ja wie ein normales Hotel aussehen, aber sie hätten halt mal reinschauen, ich meine die Lobby. Also Entschuldigung, das siehst du doch. Und dann Deko auf dem Tisch im Restaurant. Also irgendwie, das hätte mir so auffallen. Und spätestens bei den insgesamt 1,412 Milliarden Hotelbewertungen auf TripAdvisor hätte der Nachrichtendienst müssen hellhörig werden. Dort waren Sachen drin, wie «Kam mir vor wie ein Star, wurde ständig fotografiert» oder «Die nächtlichen Mäusegeräusche haben mich nicht gestört» oder «Das Waterboarding im Spa war weniger erholsam, als ich erhofft hatte» und «Mein Liebling, speziell der Türspion, war ein richtiger Mensch». Hätte man können darauf kommen, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber tatsächlich herausgefunden hat es der Kommissar Zufall. Der Nachrichtendienst ist nur wegen ein paar Spaziergängen darauf gekommen. Wer es genauer will wissen, der Dagi hat eine Podcast-Serie zu Spionen in unserem Land gemacht. Sehr empfehlenswert. Und natürlich ist die ganze Posse für unseren Nachrichtendienst extrem peinlich. Aber immerhin kann man sagen, die chinesische Familie hat aus dem Garten da ein 5-Sterne-Hotel gemacht. Ja, das ist wirklich... Entschuldigung. Rire, c'est bon pour la santé. Bitte. Ja, Schreiner, aber hat es auch nicht geholfen, zum wach zu werden. Ich muss entschuldigen, ich bin ganz ehrlich, ich bin hure müde. Weißt du nicht, ist Herbstmüdigkeit oder einfach das Leben? Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja scheinbar auch nicht allein. Schlafstörungen nehmen zu, besonders bei Frauen und jungen Menschen. Okay, gut, bin ich beides nicht, aber tatsächlich hat gerade letzte Woche eine Studie belegt. Im Jahr 2022, dem Jahr der Befragung, litt hierzulande jede dritte Person unter Schlafstörungen. Gegenüber 1997 hat sich die Anzahl junger Frauen, die sowohl unter unruhigem Schlaf als auch mehrmaligem Erwachen leiden, fast verdreifacht. Liegt vielleicht daran, dass wir beim SRF zum Thema Schlaf solche Beiträge machen? Es gibt 4 Schlafphasen, die sich zyklisch wiederholen. Die wichtigste davon ist die Tiefschlafphase. Dort werden nämlich die ganzen Informationen, die wir im Alltag aufgenommen haben, verarbeitet, gefiltert und im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Okay, ich weiss nicht, ob es eine Schlafphase gibt, die das Bild verarbeiten kann. Aber so oder ähnlich stelle ich mir den Chris von Rohr am Morgen vor. Natürlich sind es nicht so Beiträge, die uns schlaflos machen, sondern... Der grösste Feind, die grösste Feindin von gutem Schlaf. Stress. Eindeutig. Eindeutig. Ja. Gut, Stress geht ja noch. Viel schlechter schlafst du, wenn der P. Diddy im gleichen Raum ist. Wegen Stress nicht gut schlafen, das stresst natürlich. Und wer dann wieder viel Stress hat, der schlaft noch weniger. Gerade Manager wie zum Beispiel der Solothurner FDP-Nationalrat Simon Michel, der Geschäftsführer ist von Ipsomed mit 2600 Mitarbeitenden weltweit, hat Familie mit Kind, ist im Vorstandsausschuss von der Economie Suisse und Major im Militär. Da fragt man sich, wie er sein politisches Mandat und die Leitung von einem internationalen Konzern unter einen Hut bringen. Die Antwort, ihm würde 6 Stunden länger. Ihm langen 6 Stunden Schlaf? Sind Sie sicher? Am Steuer eingenickt. Der Solothurner FDP-Nationalrat Simon Michel hat auf der A1 im Aargau einen Unfall gebaut. Mühsam, oder? Endlich schlafst du, Marie, und dann weg die Leitplanke. Oh. Gut, zum Fernsehen. Er hat nur gesagt, dass er 6 Stunden schläft. Er hat nicht gesagt, wo. Wenn man regelmäßig weniger als 6 Stunden pro Nacht schläft, dann verdoppelt sich ab 45 das Risiko von Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Nur so als Wink mit dem Traumfänger für Simon Michel. Und zur Beruhigung, ihm ist bei diesem Unfall nicht passiert. Er muss allerdings wegen dem Selbstunfall einen Buß von 20'000 Franken zahlen. Übermüdet sein kostet also nicht nur Simon Michel viel Geld, sondern auch die Schweizer Wirtschaft. Über 10 Milliarden Franken gehen geschätzt jedes Jahr verloren, weil Arbeitnehmende wegen Müdigkeit unproduktiv sind. Das sind fast 20'000 Franken pro arbeitende Person. Oder eine Autofahrt von Simon Michel. Okay, ja. Hallo!
bevor man für diese Sendung zurückgesagt hat, hat Ueli Maurer auch noch mal eine Nacht drüber geschlafen. Unser Schlaf ist für den Körper essentiell, besonders für unser Hirn. Wir müssen eigentlich noch viel mehr schlafen, der Trend geht aber in die andere Richtung. Erwachsene Schweizerinnen und Schweizer schlafen werktags im Durchschnitt 7,5 und an Wochenenden 8,5 Stunden. Die Schlafdauer verkürzte sich damit in den letzten gut 30 Jahren um eine halbe Stunde. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Schlaflosigkeit kann behandelt werden. Gerade bei kurzfristigen Schlafstörungen helfen oft ganz einfache Hausmittel. Wenn man es mit denen aber übertreibt, dann kann auch das Folgen haben. Und das ist dann ein wirklich, wirklich schweres Schicksal. Der 43-jährige Michi Muckli auf dem Weg zur Arbeit. Wie immer zu Fuß. Seit über 24 Jahren versucht der Basler vergeblich, einen Führerschein zu erlangen. Also ich kann mir auch nicht erklären, wieso meine Eltern das gemacht haben. Sie sagen immer, alle haben das so gemacht. Aber von meinen Jugendfreunden hat jeder ein Billett. Als kleines Kind wurde Michi Muckli, wenn er nicht schlafen konnte, von seinen Eltern regelmäßig mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Muckli schlief jeweils innert Kürze ein. Ein Reflex, gegen den er sich bis heute nicht wehren kann. So, Michi, herzlich willkommen zu deiner 328. allerersten Fahrstunde. Du weißt, wie es geht. Bremse drücken, ja, Kupplung, Motor anlassen. Wir haben den Michi einfach durch die Stadt durchgefahren, wo er ein Baby war und nicht konnte schlafen. Ja. Yeah. Aber in den 80er Jahren haben das alle so gemacht. Da hat es noch kein CO2 gegeben. 18 Jahre war einfach ein bisschen zu lang vielleicht. Wegen seinem Leiden kann Michi Muckli auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr nutzen. Ja, einmal mit dem Flixbus auf Monaco-Welle. Ich bin 8 Tage zwischen Monaco und Basel auf dem gleichen Sitz hin und her gefahren. So, das war's schon wieder gewesen. Hat Spass gemacht. Ah, ja, ja, ja. Das macht dann 190 Franken. Moment. Doppellektionen bringen es am meisten. Ja. Michi Mucklis Schicksal ist weltweit sehr selten. Entsprechend wenig Forschung gibt es dazu. Sein Umfeld hat sich unterdessen mit der Situation arrangiert. Hast du dir mal überlegt, was für ein Hobby du dir zutun, wenn du dann mal pensioniert bist? Das ist ein Pensionshobby? Mhm. Ich glaube, ich würde den unspunnen Stein suchen. Natürlich, ja, das glaube ich nicht. Es gibt ja nein, es gibt gar nicht. Was? Ja, aber mach dir mal Gedanken, weil also bei dir geht es ja nicht mehr so lang. Wow! Völlig unnötig. Der Walter Knöpfel, der ist ja schon pensioniert und sein Hobby, das beschäftigt jetzt den National- und Ständerat. Der Walter Knöpfel aus Oberbüren beschäftigt momentan Bundesbern mit einer ausgefallenen Vision. Er will die Kantone abschaffen und dafür die Schweiz in 10 Regionen aufteilen. Okay, gut. Ja. Meine, einzelne Kantone hätte man ja schon vor langem können abschaffen können. Zum Beispiel der Jura, weiß eh niemand, was das soll. Oder ein Wallis, das versteht ja gar niemand, oder? Das Kollegialprinzip hat sie schon aufgegeben, sie hat den Schirm für sich allein. Aber, Nein, nein, im Gegenteil, okay. Im Gegenteil, Regen macht schön, doch. Ja, das ist Fun Fact, ich muss nicht klatschen, ihr habt es sonst auch noch nicht gemacht in dieser Sendung. Ja, das Publikum gängig. Ja, das Publikum gängig.
Fun Fact, das war übrigens in Meiringen. Kein Witz. Meiringen und der Kanton Bern, die gibt es ja auch nicht mehr auf dieser neuen Karte von Walter Knöpfel. Anstatt 26 Kantonen will er 10 Regionen. Die Regionen sind beispielsweise nach Einwohnerzahlen oder auch Sprachgrenzen eingeteilt. Was ist die neue Karte? Ich meine, die Namen, oder? Nord, Nordost, Südost. Also, stell dir nur mal die komischen Namen der Fußballclubs vor, wenn das durchkommt, oder? Oder machen wir dann wie so bei den Promis, weißt du, so Prominamen zusammen, wie Brangelina, gibt es so Kantonsfusionsnamen, wie zum Beispiel, weiß auch nicht, der Thurgargau oder Lutz Bern, wäre sicher ein schöner Kanton. Die Frage ist ein bisschen, für was die ganze Übung? Es gibt ja dermassen viele historische Grenzen, die völlig widersinnig sind. Zwischen den Kantonen, aber auch zwischen den Gemeinden. Und das sollte man aufheben. So ein Land am Schreibtisch aufteilen, das hat beim Gazastreifen auch super funktioniert. Der Ständerat hat die Motion von Walter Knöpfel schon abgelehnt. Jetzt wird sie noch im Nationalrat besprochen. Und das ist ja schon ein bisschen lustig. Scheinbar sind Kantone selber nicht Sache der Kantone. So eine grosse Reform hat eh keine Chance, klar. Aber man kann sich sicher so ein paar Sachen zusammensparen. Zum Beispiel die Halbkantone, oder? Basel-Stadt, Basel-Land, gibt es noch Basel. Obwalden, Nichtwalden, heisst dann wieder Unterwalden. Und aus Appenzell-Innerrhoden und Ausserrhoden gibt es einfach nur Appenzell-Hoden. So. Alles erledigt. Die Frau, die übrigens jetzt kommt, die ist im Appenzell aufgewachsen und hat es von dort auf die grosse Bühne und auch immer mehr ins Fernsehen geschafft. Sie ist Gewinnerin vom Swiss Comedy Award und seit kurzem mit ihrem eigenen Soloprogramm unterwegs. Bitte begrüßt Rina Krishnaraya! Danke vielmals, dass ich heute da sein darf. Danke Büssi und danke SRF für die Anfrage. Es freut mich sehr fest, zum da sein. Ich habe auch vom SRF ein, zwei Mal eine Anfrage bekommen, die so ein bisschen spezieller sind. Zum Beispiel bin ich mal eingeladen worden bei so einer sehr renommierten SRF-Sendung. Ich weiß nicht, ob Sie kennen. MCDC? MCDC? Gut, ich bin ja Generation Z, ich kürze gerne Sachen ab. Mini Küche, deine Küche? Kennen Sie? Kommt bekannt vor. Oder angefragt worden bin ich auch mal beim Samstagsjass. Das Problem ist nur, ich kann nicht jassen. Ich habe dann gefragt, ob Arschlöchle auch okay ist. Leider nicht. Ich bin dann auch nachher angefragt worden für das Arosa Humorfestival. Das war eine recht geile Anfrage. Vor allem, weil ich dann einen gratis Skipass geschenkt bekommen habe. Und dann habe ich mich richtig parat. Weil zu dem Zeitpunkt ich bin noch nie auf der Ski gestanden. Aber alles habe ich geholt. Wirklich. Skihelm, Skistöcke, Skihose, Skijacke. Ich habe mir sogar ein Regenkärtchen geholt. So parat auf den Berg. Und das war der schlimmste Tag von meinem Leben. Hey, am Morgen willst du auf die erste Gondel, weil alle wollen auf die erste Gondel, weil es ja dort so wenig Leute hat. Und die Leute kennen dort nichts. Ich bin dort an einem Ellbogen ins Gesicht. Skistock in die Kniekehle. Skibille in dein Auge. Nichts haben die Leute gekannt. Und du siehst auch am Morgen dort bei den Gondeln, wer die schlechtesten Eltern hat. Du siehst, welche Eltern so ihre Kinder beschützen und so eine Mauer um sie herum bilden, die Hände heben. Und dann siehst du einfach die Eltern, die so Gangführer besitzen. Scheiß drauf, wenn du nicht laufen kannst. Flüg. Das sind also die Eltern. Und dann bin ich wirklich dort oben angekommen. Und was mich dort erwartet hat, ist der ominöseste Lift von allen. Der sogenannte Della-Lift. Hey, das ist eine Plastikscheibe, die nicht mal ein Viertel von meinem Arsch drauf passt. Ich bin dort an und die ganze Situation war schon mega komisch, weil erst beim zweiten Mal habe ich gecheckt, dass es nur so aussieht, als ob man drauf hocken würde. Man steht eigentlich. Ich bin dort an und dann eben die Situation. Dort steht er ja so, der Skimensch, der Liftmensch, der Gian André. Frisch von mir und er ist Kurs. Dreht seine Skijacke offen, dass man sein Sixpack sieht. Skibrille drin, dass man seine roten Augen nicht sieht. Das ist der Gian André. Dann kommst du an und dann ist der fremde Mann dort. Du hast zum ersten Mal Skifahren, kommt schon gut. Und dann klemmt ein fremder Mann etwas zwischen den Beinen. Und du bist jetzt so, okay, danke. Und hey, irgendwann hat es aber einfach angefangen zu fallen. Weil ich schon immer mal wissen, wie es ist, um einfach so umeinander zu stehen.
Ich meine, ich muss mir vorstellen, irgendwann hat sich so geil angefühlt. Ich habe einfach angefangen, Fotos zu machen. Allen geschickt. Familie-Chat, überall. Ich war so konzentriert. Irgendwann bin ich so bam, wie so ein Sechsjähriger geknallt, der einfach dort gelegen ist. Und ich so, oh sorry. Und ich so, oh, und ich so, oh nein. Geh weg, Alter. Ich habe mich selber nicht heben und bin weitergefahren. Oben die wichtigste Lektion gelernt. Man muss nach dem Hügel loslassen, nicht vor dem Hügel. Ich habe mit dem Sechsjährigen gechillt. Und dann ist der Kampf losgegangen. In jeder Gruppe, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Irgendwann sind so kleine Kinder einfach so an mir vorbeigefahren. Dreimal. Irgendwann habe ich auch noch Gian Andrei auf der Piste gesehen. Die so, hey, wieso hast du nur einen Ski? Er so, ey, das ist ein Snowboard. Es ist mega cool, dass ich jetzt Comedy machen darf. Aber hey, MCDC, Samstagsjazz, Skifahren. Ich weiß nicht, was ihr für ein Gefühl habt, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich einfach so hindurch in so ein Integrationsprogramm reingerutscht bin. Wiener Krishnaraya! Danke. Im Moment in Schweiz und hin, aber grosser Platz, Wiener Krishnaraya! Wiener Krishnaraya war jetzt noch ein Warm-up, das man ja macht, bevor man auf die Ski geht. Und das ist dann ab nächster Woche wieder ein grosses Thema. Dann startet die Ski-Alpin-Saison. Wie immer zum Schauen bei uns auf SRF 2, co-kommentiert von unseren beiden Gästen heute. Bitte begrüßen Tina Weirat und Marc Berto. Sekunden, um euch einfach anzuschauen, weil das ist ja schon... Was? Also... Sprecht ihr euch schon ein bisschen ab, wenn ihr so gemeinsame Auftritte habt, outfitmäßig? Also ich frage ihn immer, was legen wir an, und es kommt nie eine Antwort. Und dann ist eben immer, wenn wir einen Dreh haben, wenn ich aus dem Auto aussteige, die erste Frage, die ich stelle jedes Mal, bevor ich noch heute sage, leist du wirklich das an? Ja. Mittlerweile weisst du es, oder? Ja, es überrascht mich fast nicht mehr. Das ist ja schon ein getragenes Tenue. Das aber gewaschen, übrigens... das schon. Okay. Das ist wichtig. Sonst hätte man es geschmeckt. Das hätte man schon weitergegeben. Oh. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ein legendäres Bild, outfit-technisch, von euch beiden. Sagst du, wie ist es zu dem gekommen? Ja, eben genau wie so einem Dreh letztes Jahr. Also eine Sendung vor der Saison. Und jetzt sind wir halt auch aufgetaucht und meine erste Frage war, leistest du das an? Und dann habe ich mir eigentlich nichts dabei gedacht. Aber nachher ist im Ski-Weltcup so ein Foto zirkuliert, so eine Gegenüberstellung von Dumm und Dümmer und Marc Berto und Tina Weirat. Können wir das schnell einblenden? Da sehen wir es. Ja, das ist ah, ja. Das sieht wirklich ein bisschen komisch aus. Hey, jetzt ist der 20. sind die Erwartungen nicht mehr so hoch. Das hat natürlich auch Sinn von, ist der Ruf erstmal ruiniert? Oder? Also so genau. Sind wir ja zu diesem Job gekommen. Jetzt ist der 20. Oktober. Wie viele Skitage haben wir schon? Ja, schon einige. Gerade die letzten zwei Wochen intensiv natürlich vorbereitet. Also Après-Ski zählt nicht? Ah, dann ein bisschen weniger. Nein, du warst in Sölden, aber vor allem mit den Kids, mit der Family. Die haben irgendwie, im Moment ist so ein bisschen, hast du nie gewusst, was recht machen. Am schönsten war es in den Bergen und es hat wirklich schön eingeschneit oben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen in die Skiferien. Und mittlerweile meine Frau auch, die hat ja früher sich ein bisschen gewehrt, oder? Wenn man so im Herbst so früh auf die Ski und so. Und jetzt bucht sie schon das. Aha. Ja. Hast du sie angesteckt bei dir? Wie viele Skitage hast du schon gemacht? Einen. Gestern. Ah, aber kann man ja auch Ski fahren? Nein, ich war in Sölden, weil dort ist ja nächste Woche dann das erste Rennen. Und gestern hat es noch ein Training gegeben auf dem Rennhang mit allen Nationen. Da habe ich mich noch jetzt vorbereitet auf das Rennen nächste Woche. Gut, ja. Was du hast, bitte? Was hast du gesehen? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ich muss auch etwas wissen. Ja, auf jeden Fall. Also, für dich ist ja der Weltcup das mal etwas Spezielles. Du bist das erste Mal als Mami am Weltcup. Wie hat das die Vorbereitungen beeinflusst? Also jetzt konkret gestern war der Unterschied, dass ich letzte Saison, als ich noch Ski gefahren bin, als ich unterwegs war bei den Skirennen hochschwanger, habe ich bei jeder Kurve so mit dem Schenkel am Bauch angestoßen. Und gestern ist das so viel besser wieder gegangen.
Und dann ist mir noch aufgefallen, es ist nicht so einfach zum Gehen. Also ich habe mir jetzt einfach vorgestellt, zum Wegfahren. Und ich merke es vor allem am Heimweg, wie es mit den Züchten. Ich bin gestern am Stau gestanden und ich habe nur so gedacht, weg, alle weg, ich muss jetzt heim. Also vermisst man es die Heime und das neue Lebewesen natürlich gerade ein bisschen mehr. Wobei, du hast ja gut geübt, oder? Du hast ja eigentlich schon zwei Kinder betreut, bevor du das eigene bekommen hast. Mit dem Michael Schweizer und dem Marc Berto. Wir haben zusammen einen gemeinsamen Podcast am Pisterrand. Wobei, den habt ihr ja, Michael, eigentlich ohne Tina machen. Ja. Nein, es war schon immer der Plan, Tina dazu zu nehmen, oder Marc? Also schon so. Sie hat einfach dort, wo wir es beschlossen haben, keine Zeit gehabt. Ja, sie hat einfach gefehlt. Es war ja ihre Hochzeit. Ja. Oder? Wir haben uns kennengelernt an der Hochzeit von der Tina. Und nachher dann habe ich zum Marc gesagt, morgen um 2 Uhr. Du, Marc, bitte mal einen Podcast! Machen wir, oder? Ich habe nicht gewusst, dass der so spontan drauf ist. Ja, klar, mit dabei, wie geht's los? Und Tina ist dort irgendwie, keine Ahnung, wo die war. Sie hat halt Hochzeit gehabt. Ja, ja. Was man halt so hat am Hochzeit. Ja, und dann ist sie ein bisschen hässig geworden. Bist du hässig geworden? Nein, also ich muss es so sagen. Ich habe dann die ersten paar Folgen gehört und sie sind so lustig gewesen, die zwei. Ich habe es wirklich cool gefunden, aber sie sind so schlecht gewesen. Was sind wir? Ja. Inhaltlich einfach so schlecht. Und dann habe ich so gedacht, ja, also da habe ich jetzt schon das Gefühl, wäre jetzt noch cool so ein Trio dabei. Auch mit jemandem, der noch ein bisschen Kompetenz ausstrahlt, oder? Wo hast du, in welchem Moment hast du gemerkt, Berti, wir brauchen Tina doch? Schnell. Nein, es hat wie so, wenn wir so ein bisschen gemerkt haben, es fällt so ein bisschen der Ansatz. Meine, du bist ja bei den Frauen, kennst dich aus und was dort immer so läuft. Und dann hast du dort die Insights, die ich ein bisschen bei den Herren habe. Und dann haben wir schon ein bisschen gemerkt, jetzt sind wir ein bisschen schwammig unterwegs. Also zusammen so, du hast das Maul ein bisschen voll genommen. Ich komme schon raus, bei den Frauen ist überhaupt kein Problem. Ich habe alles im Griff. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, so jeder Erfolg ist dünner geworden, was zu erzählen haben die Frauen. So ist es ein bisschen. Ja, von der Anfang ist ja jetzt ein richtig grosses Produkt daraus geworden. Ihr habt auch schon x Live-Shows gemacht, gerade letzte Woche. Es war Season-Opening in Zürich, Podcast am Pisterrand-Party plus Live-Folge. Da können wir auch mal noch schnell ein paar Bilder mitnehmen. Da sehen wir, es war wirklich viel los mit dieser Party. Das sind die drei. Angeleitet, zusammen mit 300 Leuten, die im Skianzug durch die Stadt Zürich durchgelaufen sind. Dann hier direkt auf den Schnee mit dem Skilift Michael Schweizer, Ramon Zenhäusen als Stargast und natürlich eben Party. Hey, hey, hey. Auch am Abend dann noch mit einem Surprise-Guest, der Dabu hat noch gesungen. Und jetzt sehen wir dann noch ganz kurz ein künftiges SRF 3 Best Talent, wie ich glaube. Schaut mal da. Ja, kurz vor Musikpreis, glaube ich. Also, es war eine riesige Party. Und das ist ja schon ein bisschen absurd. Wie war das gewesen, mit diesen 300 Leuten am Mitte Oktober so durch die Stadt Zürich laufen in Skianzügen? Es ist unglaublich, was das ein bisschen bewegt hat, oder? Und wir wissen ja nie, wir schiessen ja mal ein bisschen rein, oder? Und sagen, komm, wir treffen uns im Landesmuseum, nachher laufen wir dort führen und nachher. Ja, wissen wir nicht, was uns erwartet. Es können ja auch drei Leute kommen. Könnt. Wir haben unseren Anfang, haben wir ja in Davos angefangen, haben wir gesagt, wir machen eine gemeinsame Gipfelabfahrt. Und dort sind wir aufs Gondeli, ins Erste, weil wir haben 4 hier oben abgemacht. Da war niemand drin, außer wir drei. Aber ich dachte, okay, gut. noch mässig. Und dann oben hat es irgendwie wirklich angefangen. Die sind einfach schon früher rauf. Und dann ja, haben wir dort schon ein bisschen gemerkt, ja, dass irgendwo durch fasziniert das die Leute oder die halt, die 300, die da gekommen sind. Und mittlerweile, ja, ist nachher eher ins Gesicht gekommen, ist grossartig gewesen. Und ich glaube, viele kommen auch, wie sie wissen, irgendeiner haut den Berti noch raus. Und du hast nicht enttäuscht, auch an dieser Party. Wir haben hier ein Foto von dir an dieser Podcast- und Pisterrand-Party, wo man muss sagen, also wenn man sich bei den Schotten fragt, was sie unter dem Rock tragen, das werden wir nie ganz wissen. Aber das ist, was ist das, ein Disco-Helm-Unterhose? So sieht die aus, oder? Hat man es gesehen? Ja, man hat es schon gesehen. Also ich weiss nicht, also an einer Party, wieso hast du so etwas an? Es hat sich wie so, ich habe ein angefangen zu basteln. Und es hat ja angefangen mit dem Helm und dann denke ich, ja, es muss immer noch ein bisschen mehr, da sind mal die Händchen gekommen und dann sind eben noch die Badhosen gekommen. Und ja, mittlerweile trage ich die einfach. Also im Alltag? Eigentlich immer. Also du hast die jetzt an? Aber das Jahr muss es sein. Zeig! Aber bitte. Aber nur noch ein bisschen, hä? Er muss der bitte nicht ganz rausziehen. Dann hat sie wirklich ab. Schön.
auch da wird es wieder mehrere Schlafphasen brauchen, um das Bild aus unseren Köpfen zu bringen. Michael, du kennst die beiden ja viel besser als ich. Wolltest du vielleicht noch so eine letzte Frage stellen an die beiden? Ja, also was mich wundern würde, ist, im Podcast sind ihr immer ein Herz und eine Seele, vor allem, weil ich sie ja gut schneide, oder? Und deswegen hat mich gewundert, was nervt euch am anderen am meisten? An der Tina? Ja. Tina glaube nicht. Was? Nein, wir haben es nicht gut. Es ist ein Sendungsspiel. Nein, nein, ich glaube, es nervt euch aneinander. Also bei dir wüsst ihr jetzt... So, jetzt wird es voll. Nein, 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 also, was nervt euch denn am Schweizer? Jetzt dürft ihr das sagen, was ich euch vorher gesagt habe. Wow. Also, hauptsächlich was? Der Hickeysteiger. Er fährt einen Hickeysteiger-Skischuh. Wer macht sowas? Wieso, Michael? Weil das bequem ist, oder? Und wie der Marc Girardelli auf dem Hickeysteiger Weltmeister geworden ist, wie viel Mal muss ich es euch nur erklären? Habe ich im Podcast schon 100 Mal erklärt. Es ist bequem, es ist sportlich, es ist stylisch. Hickeysteiger for life. Also, mal schauen, es wird wahrscheinlich von der Weltcup vor auch das Jahr keiner einen Hickeysteiger tragen. Ganz kurze Prognose, wie werden die Schweizer abschneiden? Gesamtweltcup, so als Nation, schaffen wir es wieder vor die Österreicher? Ja. Was meinen ihr? Ja! Also gut. Ja? Das Publikum ist schon mal motiviert, das ist natürlich auch. Merci vielmals, meine beiden Gäste, Tina Weirathen und Marc Berto. Und das war schon wieder von Late Night Switzerland. Für heute jetzt direkt anschliessend Leilas Fix zum Thema Alkohol. Viel Spass mit dem. Wir kommen wieder am 3. November. Gute Nacht miteinander. Schon fertig? Late Night Switzerland ist präsentiert worden von Emmy Yogurt Pur. Von beiden kannst du nicht genug bekommen.